Ja, ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Einblick hier bei uns auf den Handels- oder auf den Trading Floor, in dem Fall von Heavy Traders aus Frankfurt. Mein Name ist David. Wir schauen heute mal wieder in unsere Tagesanalyse. Wir haben einen Hauptwert, den wir heute mit unseren Händlern besprochen haben für euch und dann natürlich auf unseren heißgeliebten DAX. Also der Tag, der war schon recht spannend, fing spannend an. Der DAX ist nach oben durchgestartet, bewegt sich weiterhin nach oben. Vorab, bevor wir gleich mal in den Chart schauen, die Information. Also ihr könnt dieses Video nach 14 Uhr jederzeit auch abrufen. Wir werden nämlich unsere Sondersendung mal wieder haben, eben um 14.15 Uhr, wo es um den Trade des Tages geht. Deswegen ganz wichtig, ihr seid herzlich eingeladen. Registriert euch ganz einfach unter heavytraders.live und dann seid ihr auch bei uns direkt im Stream mit dabei. Wir schauen jetzt mal auf den Chart. Wir schauen auf den DAX und es wird auch gleich mal um die Alphabet-Aktie, unseren Trade des Tages gehen. Also der DAX folgendes. Also wir haben eine Gap-Eröffnung gehabt, das heißt eine Kurslücke nach oben. Der DAX zeigt sich sehr stark, das heißt unsere Unterstützungsmarke bei 13.000 Punkten, also die psychologische kann man sagen, hat hier wirklich eine gute Relevanz. Deswegen ist der DAX hier nach oben abgeprallt, wenn man sich das charttechnisch erklären möchte. Natürlich sind wir voll in der Berichtssaison, das heißt hier und da kommen immer mal Zahlen, die eigentlich wirklich ja, sehr positiv meist ausfallen, beziehungsweise einfach positiv ausfallen, sodass es hier keinen Grund gibt, einen großen Abverkauf zu starten. So, jetzt kommen wir zu unserem Trade des Tages. Wir kommen zu der Alphabet-Aktie. Das ist die Google-Mutter, die nachbörslich bereits, also beziehungsweise wir sind ja jetzt eigentlich vorbörslich unterwegs. Ja, das ist hier der Chart, den man schon in der Vorbörse sehen kann. Plus 4,1% zeigt. Wir sind auf einem aktuellen Niveau von 1482,6 Dollar. Das heißt, wir bewegen uns sehr nah dem Allzeithoch. Ja, das seht ihr hier sehr schön. Nochmal zusätzlich eingezeichnet. Die Aktie ist generell tatsächlich bullish. Ja, das heißt jetzt nicht, also ich habe jetzt hier schon mal unsere eigentliche Handelsidee so ein bisschen eingezeichnet. Also wir erwarten definitiv eine Korrektur. Aber an sich sehen wir hier auf lange Sicht immer noch weiterhin steigende Kurse. Hier könnte man vielleicht erste Ziele nennen bei 1700 Dollar bzw. sogar 1800 Dollar. Sie ist aber auch gestern die Aktie nach unten gerutscht, sodass wir hier eben die Tendenz für eine Korrektur sehen in diese Richtung hier. Ich habe jetzt einfach mal den Korrekturpfeil hier reingemalt, aber diese Korrektur kann sich unserer Meinung nach definitiv noch weiter ausbilden, sodass wir einen tieferen Einstieg für diese Kursziele, die ich genannt habe, favorisieren. Und da können wir jetzt mal aus dem Chart rausgehen. Wir werden nämlich folgendes Zertifikat für die Alphabet für euch heute um 14.15 Uhr raussuchen in unserer Sondersendung sozusagen im Trade des Tages, der täglich stattfindet, wo wir immer mal, wie gesagt, auf diverse Titel blicken, die für uns einfach hier auf dem Floor herausstechen unter unseren Händlern. Und zwar der Alphabet, und das ist natürlich ein Call, also wir wollen auf steigende Kurse spekulieren, nicht zum jetzigen Zeitpunkt, zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Kursmarken, die bekommt ihr dann definitiv auch in dem Trade des Tages in unserer Sondersendung, wie gesagt, um 14.15 Uhr. So, der Trade Call, lange Rede, gar keinen Sinn. Also wir haben jetzt hier ein Zertifikat rausgesucht mit der WKN. Dora Cäsar 1 Nordpol Ludwig 3 mit einem Hebel von aktuell 2,23. Also eher die konservative Variante, kann man sagen. Der aktuelle Preis von diesem also Zertifikat beträgt aktuell 5,84 €. Wie gesagt, auf dieses Zertifikat werden wir mit euch schauen um 14.15 Uhr. Solltet ihr eventuell dieses Video erst zum späteren Zeitpunkt sehen, das heißt, diese Live-Sendung bei uns auf heavytraders.live verpasst haben, ist auch kein Problem. Also wir haben eine Mediathek, dort wird das abgelegt, sodass alles schön nachvollziehbar und natürlich transparent für euch ist. Das war's dann auch wieder mal. Ja, zum heutigen Trade des Tages. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann morgen, beziehungsweise natürlich dann heute schon um 14.15 Uhr. Ich danke euch und bis dahin.